herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sommerland. Und Dom möchte mir etwas zeigen. Genau, Andi. Denn ich habe in der letzten Folge... Hast du jetzt genug Platz, Andi? Kannst du jetzt so aufnehmen? Ja, bist du bereit zum Aufnehmen? Ja, ist alles gut. Okay. Was soll ich denn eigentlich noch bauen? Noch eine Siebanlage? Ach so. Eine Rekonstruktion. Also zur Information. Und eine Zerkleinerungsanlage auch. Wir haben bestimmt gerade 5 bis 6 Nein, das waren 2 Minuten. Minuten. 2 Minuten. Das waren 2 Minuten, Dolm. 2 bis 3 Minuten. Das waren 2 Minuten. 2 bis 3 Minuten aufgenommen. Wir dachten, wir nehmen auf. Dabei hat Andi, war Andis dumme, möchte gern partitionierte Festplatte voll. Hey, was? Und jetzt rekonstruieren wir einfach alles, was wir in der letzten Folge quasi, also was wir in dieser gescheiterten Aufnahme gemacht haben. Hier, Andi, guck mal, hier ist die Treppe, die ich gebaut habe. Richtig, mach die mal ein bisschen abwechslungsreicher. Die sieht so letztes Mal hast du gesagt, sieht gar nicht so scheiße aus. Ja, sieht auch gar nicht so scheiße aus. Aber mach's ein bisschen abwechslungsreicher. Nein. Doch. Nein. Doch. Da gibt's nichts abwechslungsreicher. Natürlich, benutze mal anderes Material aus diesem Beton hier. Alter, man kann das doch nicht einfach wechseln. Alter, das muss einheitlich sein. Bist du eigentlich... Ja, willst du... Geil. Das funktioniert nicht. Andi wird doch gleich merken, warum es nicht funktioniert. Er hat sie alle geliebt. Blöd, damit wird es nämlich funktionieren. Weil wir haben hier einfach random einfach macht, ohne irgendein System dahinter. Ja, sieht aber gut aus. So, mach. Es hat ein System, ist ungefähr immer der gleiche Abstand. So, jetzt baue ich nämlich am Bauernhaus weiter. Diesen Punkt haben wir auch abgehakt. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz bei Kian vorbei, dann haben wir sogar schon fast alles abgehakt von der vorherigen Folge. So. Oh. Matsch pressen, wow. Dom, was hast du heute eigentlich gegessen? Hast du denn heute was zu essen, frage ich mich, Dom. Ja. Ja? Heute Morgen zum Frühstück habe ich Müsli gegessen. Sorry, interessiert mich nicht. Nee, interessiert mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Dann habe ich heute Nachmittag hörst du dieses Grundrauschen? Mit Hähnchenstreifen. Hähnchenstreifen, so. Ich hab mal eine Pizza bestellt. Mitten am Tag? Ey, ich finde, wir müssen mal nach Neapel. Nach Neapel? Warum müssen wir nach Neapel? Junge, weil da wird die Pizza soll die planen, das jetzt irgendwie Weltkulturerbe machen zu lassen oder so. Aha. Und das ist gar nicht. Und das Besondere bei dieser Pizza ist, die darf nur 2 Minuten im Ofen sein und der Boden darf nicht dicker als 3 mm sein. Das klingt geil. Alter, bin so dafür, unfassbar dünn. Bin dafür, wir fahren mal nach Neapel. Da muss man nur aufpassen, dass man durch die Müllsäcke durchkommt, aber ansonsten. Ja, ist halt leider. Aber in. Alter, dann lass uns nach Pompeji fahren, da gibt's auch gute Pizza. Da muss ich jetzt an so ein komisches Lied denken. Ich wollte jetzt gerade irgendein witziges Wortspiel bringen, aber mir ist einfach nichts eingefallen. Gibt's da Vulkanpizza? Vom Vulkanstein? Ich war schon mal da, das ist voll schön da. Nur der Vesuv ist ein bisschen heiß im Sommer, also nicht, weil es ein Vulkan ist, sondern weil weil du einfach hinterher dann sau hoch bist und dir die Sonne direkt ins Gesicht brennt und überall sind Wespen, weil überall Müll rumsteht. Wespen? Ich hasse Wespen. Und Klein Andi mit seiner Wespenphobie war auf diesem Vulkan, überall waren Wespen und, also und das Schlimmste war, er konnte nicht wegrennen. Weißt du, was ich schlimmer finde? Weil es warm war und rechts und links Abgrund. Verstehe. Was Ähnliches hatte ich, als ich letzten Sommer in den Bergen war, auf so einem Gipfel, da waren plötzlich richtig viele so Mücken oder so Fliegeviecher und das fand ich auch mega eklig. Wobei Wespen natürlich deutlich schlimmer sind. Ja. Das ist nicht schlimmer, also Wespen sind einfach nur böse Tiere. Ja, Vespula vulgaris. Vespula vulgaris, wollte ich gerade sagen. Die Kackwespe. Kiel, für welchen Insekten hast du denn Angst? Ich finde Insekten cool. Oder kennst du das Wort Angst? Ist das überhaupt in deinem Wortschatz vorhanden? Ich bin viel zu hart für Angst. Puh. Also, ich finde teilweise Insekten sind halt echt ein bisschen so suspekt, wobei ich finde Vögel auch teilweise von ihrer Zerbrechlichkeit und dann, weiß ich nicht, auch ein bisschen... Findest du Vögel eklig? Vögel? Ja, nicht eklig. Ja, aber doch so, wenn du die genau anguckst, finde ich die manchmal ein bisschen... Ich finde die voll interessant.
Ja, ja, es ist auch interessant, aber manche haben auch irgendwie was Ekliges. Ja, geil, so richtig geier. Dünn und weiß nicht, wenn du so... Kian, hast du mal einen Hund, du mal einen Bär? Hast du mal einen Bär oder einen Hund ohne Fell gesehen, dann weißt du, was ja, eklig ist. Ja, genau so meine ich das. Die sehen aus immer wie, ja. Ja, wie Right from Hell. Aber Vögel sehen halt nicht aus wie Right from Hell. Die sehen halt aus wie Dinos mit Federn. Ich habe vorhin so ein kleines Gold ein kleines Goldkirchen. Nein, Goldhähnchen. Nee, und ich finde auch Schnabel ist irgendwie so ein bisschen komisch. Also, ich habe jetzt nicht Angst vor. Das sieht ein bisschen komisch aus. Hä, das ist halt ein Schnabel. Was ist denn daran komisch? Weiß nicht. Das ist Horn, wodurch die essen. Hey, da ist auch eine Öffnung, du, weißt du? Weißt du ja, aber auch, du. Das ist quasi einfach nur. Du hast nur die Zähne und der Rest ist weich. Ja, Horn ist also Knochen sind auch Horn. Da haben die auch durch Horn getrunken halt. Ja, aber heute machst du nicht mehr, hä? Ja, heute habe ich. Was ich richtig faszinierend finde, sind einfach Spechte. Ich finde die richtig faszinierend. Der moderne Holzfäller? Naja, nicht direkt. Das ist halt die Bohrmaschine der Natur, ne? Nimmst du eigentlich auf, Andi? Nein. Ist schon wieder abgebrochen. Okay. Ernsthaft jetzt? Dann hätte ich mehr aufgeregt. Ich weiß. War ein scheiß Bluff. Ja. Bluff. Das heißt Bluff. Pluff. Ein scheiß Pluff. Ich finde Vögel total faszinierend. Ich sage ja auch nicht, dass sie nicht faszinierend sind, aber ich finde es halt manches so. Erklären so alles. Komisch vergleich zu Menschen. Wenn sie mit eklig sein. Ja. Hier hast du mir mal Menschen genau angeguckt, dann weißt du, was eklig ist. Flickler. Sorry, aber Mensch ist einfach mit eines so von den Dingen, die er kann. Das ist so richtig eklig teilweise. Von den Dingen, die er kann. Ja, hast du schon mal einen Menschenbiss gesehen, wenn der nicht behandelt wird, weißt du, wie der aussieht? Da kommt kein Hundebiss gegen an. Hä? Hast du mal Hundebiss gesehen? Der reißt den ganzen Brocken Fleisch raus. Nein, es geht darum, wie der hinterher aussieht, wenn er sich entzündet. Ja, das ist, wird beim Affenbiss nicht anders aussehen. Na, das vielleicht sogar noch schlimmer. Nein. Wobei, Menschenbiss ist viel schlimmer, weil die Menschen, wir haben unglaublich viele Bakterien im Mund. Das ja, aber ohne Witz, kommt das jetzt auch so zu Sachen dann mit Hepatitis und so? Nein, es sind einfach ganz viele Bakterien, die entzünden sich einfach. Wenn ich selber weiß, ist da nichts Schlimmes dran, aber deswegen, Menschenbisse sind gefährlich. Also mein Bruder und ich haben uns früher gerne gebissen und da ist nie was passiert. Ja, wenn man das desinfiziert, ist das ja nicht schlimm. Als ob wir das danach desinfiziert hätten. Ja, ich glaube, wir reden gerade von... Ich glaube nicht, dass ihr so gebissen habt, wie man... Ja, ja. Deine Schwester hat so gebissen. Nein, es hat nie geblutet oder so. Also doch, also nicht wirklich geblutet, aber es war immer schon mal durch die Haut durch, aber richtig. Hä? Da war ich dabei. Also es war richtig in der Haut drin. Nein. Doch. Andi, wenn ich jetzt, es sieht nicht so aus, wie jetzt, wenn ich jetzt Menschenbiss bei Google eingebe. Nein, aber guck dir mal Menschenbiss, gib mal Menschenbiss entzündet ein. Schläfst du nicht gut danach. Das ist richtig eklig. Ich wette, ich könnte danach gut schlafen. So, dann hast du mal eine schöne Geschichte. Ich meine, guck mal, wenn du überlegst, ne? Menschen finden ja Nacktmulz eklig. Also, weil sie ja keine Haut haben, ne? Aber selber halt, ne? Nacktmulz haben Haut. Ich meine keine Haare. Naja, dafür ist die Haut von Menschen am Anfang zumindest straff. Ja, das hat ja damit nichts zu tun. Trotzdem ist es halt einfach so ein nackter Klumpen Fleisch. Es ist eigentlich, wenn es mit dem Rest des Tierreichs vergleicht, relativ abnormal. Anders? Abnormal. Also, der Rest des Tierreichs ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Nicht Blauwale abnormaler. Warum? Nur weil die einen riesigen Penis haben, oder was? Penis, hat er gesagt. So, eine Geschichte dort. Hier ist der Name. Okay. Ich habe irgendwie so, Lust. So, jetzt ist aber die Lehmgrube voll gut. Ich habe irgendwie Lust, mehr von unseren Göttern zu hören. Die Lehmgrube oder die Hütte? Die Hütte. Ich habe irgendwie Lust mehr von unseren Göttern zu hören. Ja, okay, Andi, sag mir, wo Gemüsebeet hin soll. Warte. Da habe ich gerade Bock drauf. Erstmal inspizieren. Ja, doch, Kim, ja, gefällt mir. Also, weil jetzt noch 7, finde ich echt unnötig, das ist jetzt voll genug da drin. So, Däum, warte, jetzt zeigt mir Andi noch, wo also, Gemüsefeld hin muss und dann ist freigegeben. Ich wäre dafür, hier hinten eins, sozusagen eine kleine Hütte und ein Feld für Karotten. Und das andere kommt... Was kommt hier hinter das Haus? Kühe oder was? Wo? In die Weide? Da kommen Kühe rein. Ja, einfach hier so auf der anderen Seite. Wo bist du jetzt? Hier. Da. So, also da, was jetzt? Ja, irgendwas.
Mach einfach. Also nur hier auf dieser Seite neben dem Weg, oder was? Ja, dann machst du zwei Häuschen und zwei Felder. Warum zwei Häuschen? Eins für Kartoffeln, eins für Karotten. Boah, ich kann nur eins machen für beide. Nein! Anni, das ist so klein und winzig, der Bereich. Nein, Kian. Anni, dein Vorschlag wurde abgelehnt. Dann baue ich halt noch ein neues Haus. Ich hab eh erstmal gerade Bock auf Felddesigns. Pückchen, pö. So, Däum. Erzähl mir was von unseren Göttern. Wir sind jetzt inzwischen übrigens schon beim 9. von 10 Göttern angekommen. Oh mein Gott. Hat er dir damals Gott. Alle auf einmal geschickt? Ja. Krass. Krasser Typ. Ist jetzt auch schon ewig her. Können wir mal schauen, wann das Dokument erstellt worden ist. Kannst du das denn sehen? Am 17. November. Ja, oh, gut. Das ist noch nicht ein Jahr her, also. Ja, sag mal, dann gibt's auch noch nicht seit einem Jahr. Bald schon, glaube ich. Oder? Ja, also Juni vielleicht, ne? Bereit? Ich bin bereit. Gott Exilor. Hört ihr ob zu? Ja! Nein. Gormul war ein böser Mann, der niemandem etwas von seinem Besitz abgeben wollte. So wurde er von seinen Mitmenschen sehr verachtet. Doch er wurde nicht nur deswegen verachtet. Auch wenn er ein reicher Kaufmann war, beklaute er die Armen und zockte sie mit hinterhältigen Verträgen ab. Dies erreichte nach einiger Zeit auch den Palast der Schweine. Kannst so du mal langsam Exilor mal drunter reden? So machte Exilor, den es sehr aufgeregt hatte, sich Gedanken, wie diesen Fiesling zu stoppen können. So machte Exilor, den es sehr aufgeregt hatte, sich Gedanken, wie diese. Was ist denn los? So machte Exilor, den es sehr aufgeregt hatte, sich Gedanken. Ah, so machte Exilor. Ah, warte, andere Betonung. So machte Exilor, den es sehr aufgeregt hatte, sich Gedanken, wie er diesen Fiesling stoppen konnte und ging, verkleidet als Kaufmann, auf die Erde. Als er Gormul traf, stellte er sich freundlich vor und fragte ihn, ob er ein Händlerbündnis mit ihm eingehen wollte. Gormul dachte direkt an mehr Geld für ihn, indem er Exilor abzocken wolle. Doch behändigte Exilor ihm einen Vertrag aus und Gormul wurde skeptisch. Was machst du denn da? Kann ich runterscrollen? weil Office spackt immer rum, wenn ich die X-Story gestartet habe. Oh Gott. Office ist ja nicht so geil, nee. Nee, die X-Story ist nicht so geil, das ist das komplette Disabled. Ja, die X-Story ist manche Sachen nicht so geil. Aber fährst du auch nicht. Weiter im Text. Ja. Mach doch die X-Story aus! Nee, das wäre zu einfach. Ich starte das Dokument einfach nochmal neu. Ich benutze das Smart Kit, dann kannst du gleich mal von vorne anfangen. Keiner mehr weiß, wo wir waren. Ich weiß, wo wir waren. Hey, jetzt las ich den Vertrag nochmal durch. Er las sich den Vertrag durch und fand kein Kleingedruckten. Wer las sich den Vertrag durch? Der Gott oder der? Gormul. Also der Böse. Der Böse. Also unterschrieb er mit fiesen Gedanken. Exilor nahm den Vertrag sofort an sich und sagte zu Gormul: Danke, du hast mir gerade deinen gesamten Besitz verschrieben. Gormul wehrte sich, denn er wusste, was in dem Vertrag gestanden hatte und dass es kein Kleingedrucktes gab. Exilor zeigte ihm den Vertrag noch ein weiteres Mal und Gormul las exakt nach. Unglaublich, er hatte einen Vertrag unterschrieben, der laut Gesetz das ganze Vermögen in Exilor übertrug. Nein! No shit! Doch wie hatte Exilor das gemacht? Er hatte direkt nach der Unterschrift den Vertrag an den anderen gedrückt und damit die noch nicht getrocknete Tinte auf das Vertragspapier übertragen. Richtiger Schlingel. Hey, das ist eigentlich nicht so. Ich meine, theoretisch könnte man ja auch jemanden, angenommen hat einen 10-seitigen Vertrag, dann unterschreibt der Vertragspartner auf der 10. Seite und man ändert dann einfach die ersten 9 Seiten, damit kommt man ja auch nicht durch. Doch, wenn er nicht nachweisen kann, dass der beim Vertragsabschluss nicht genauso aussah, anders aussah. Andi, dann müsste man das doch irgendwie, das würde es doch viel öfter vorkommen. Ja, deswegen hat man ja auch beim Vertragsabschluss einen Notar dabei eigentlich, bei sowas. Ich glaube nicht, dass du einen Notar dabei hast. Bei großen Sachen, um sich abzusichern, hast du einen Notar dabei. Was meinst du, warum man die dabei hat manchmal? Weißt du, wie teuer ein Notar ist? Ich sag doch bei richtig großen Sachen!
Sowas wie Firmenverkäufe. Das ist richtig teuer. Ja, natürlich, aber dafür sind die da. Peter, er hat doch bei großen Sachen gesagt. Zum Beispiel, wenn man ein Haus kauft. So, weiter im Text. Ich glaube nicht, dass das schon unter große Sache fällt. Also meine Eltern hatten da einen Notar, als sie das Haus gekauft haben. Macht auch durchaus Sinn. So, weiter im Text. Moment. Von wie Dominik wieder abrastet. Doch, wie hatte Exelor das gemacht? Er hatte direkt nach der Unterschrift den Vertrag an den anderen gedrückt und damit die noch nicht getrocknete Tinte auf das Vertragspapier übertragen. Dann müsste es doch verspiegelt sein. Psst. Weiß keiner. So begab es sich, dass Exodor das Geld an die Armen verteilte und wieder in den Himmel heraufstieg. Deshalb wird er heutzutage als Gott der List und des Reichtums verehrt. Smart Kid eigentlich, oder? Ja. Ist doch ein richtiger Robin Hood, wa? Wa? Gell? Gelle! Ich hasse das Wort Gell, sorry. Sorry. Gelle! Wach. Wach. Hast keine Wach. Aber mein Sportlehrer kommt übrigens aus dem Osten. Immer wach. Gesagt. Wach. Wach. Lauf mal noch ein paar Runden, Herr Dominik. Wah! So, jetzt hier mal unter 2 Minuten, Sie Schlurian. Wah! Witzig. Immer. Er reagiert immer sehr empfindlich auf. Auf bestimmte DDR-kritische Themen. Ja. Bananen. Im Osten war alles besser. Ja, aber hat er auch so kritisch auf Bananen reagiert? Nee, wenn es dann irgendwie darum ging, dass im Osten alle gedopt hatten. Meinte dann irgendwer und dann hat er dem erstmal einen Vortrag gehalten zu dem und irgendeinem Sportler, der. Im Osten war nicht alles schlechter. Nur das Essen und die Kleidung. Ja, und die Autos. Die werden super! Die haben wenigstens noch gehalten, da hat man auch mal ein bisschen drauf gewartet. Da könnte man auch mal ein bisschen in Info verwickelt sein, weil Papier lässt sich besser wickeln als Stahl. Die Pappe, die wickelt sich um dein Schild rum und dann ziehst du das ab, schnellst das wieder gerade und dann kannst du weiterfahren. Mensch. Ich werde das Gefühl, Leute, die sich jetzt angepisst fühlen. Liebe Leute, ihr dürft euch von sowas nicht gleich auf den Schlips getreten. Doch, fühlt euch gerne auf den Schlips getreten, ich finde das witzig. Also sorry, aber kann mir niemand erzählen, dass Trabant ein super Auto ist. Also, ja, so, war in Ordnung bestimmt. Ich denke mal, gut, wahrscheinlich der Käfer war schon weiter, aber... Natürlich war der Käfer weiter. Ich meine, Kieran ist einfach Benz-Liebhaber, der kann mit so einem Trabant da nichts vormachen. Also, wenn ich mal einen Benz fahre, ne, dann... G6x6! Dann lege ich dir eine Autobombe drunter, sorry. G6x6, da kannst du eine Autobombe mit runterlegen, Anni. Weißt du, was er dazu sagt? Oh, ich glaube, ich muss mal den Druck nachfüllen. Ha. Hä? Das ist ein Panzer, Anni. Ein Panzer. Ah, ich bezweifle, dass er unten Unterbodenpanzerung hat. Boah, das war ein Scherz, aber so sieht er aus. Er ist aber auch hässlich. Nein, er ist so fett, dass er schon wieder geil ist. Das ist einfach dieses. Dann stell mal vor, du bist. Warte, ganz kurz, Kieran, ganz kurz, Kieran. Laut deiner Aussage, findest du Jumbo geil? So ein cooler Typ. Ich frage mich, heißt er wirklich Jumbo Schreiner? Keine Ahnung. So, und jetzt? Kein Mensch heißt, außer wird von seinen Eltern gehasst. Gut, vielleicht haben die zu oft diesen Kinderfilm gesehen, aber ich würde sagen, jetzt beenden wir erstmal die Folge, ne? Dumbo! Was haltet ihr von den Dingens von der Viehherde von Griesenhaf? Die passen doch alle in diesen kleinen Stall, ne? Viele ist es nicht lebenswürdig. Ich finde es ziemlich gut. Ich würde sagen, wir beenden jetzt mal die Folge. Genau, also gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal.